Ja, wir sind in Berlin-Schöneberg und besuchen hier den montäglichen Schwurbelspaziergang. Tatsächlich, in Westdeutschland spielen sie die Friedliche Revolution nach. Das ist total süß und putzig, dass sie wirklich aus Telegram rausgekommen sind, jetzt an der frischen Luft. Da sehen Sie sich schon an den Lichtern. Sie haben Ihre Volksfahrräder dabei. Sehr gut. Null Stimmung. Keine Parolen. Die Schilder kann man quasi nicht lesen. Die sind also handgemalt. Keine Außenwirkung. Die Bevölkerung ist auch völlig uninteressiert, weil die das ja auch jeden Montag machen. Und da sind wir. Ich muss ja zugeben, ich bin ja auch so ein Nazi-Versteher. Ich finde, man sollte mit ihnen reden. Haut ab! Ja, Verständnis sollte man haben für die Nöten. Es gibt keine größeren Sorgen als die von Rechtsextremen. Hallo.